Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video zu EVE Online. Ja, das ist jetzt schon Monate her, dass ich ein letztes Video gemacht habe. Ich habe es euch ja versprochen, dass es wieder welche gibt, also dass es noch weitere gibt. Leider kamen mir schulische Aktivitäten und so dazwischen. Deswegen hat es ein bisschen gelitten. Was? Ach. Dass es ein bisschen gelitten hat darunter. Und deswegen kommt es jetzt erst ein bisschen verspätet. Heute ist ein Mining-Tutorial angesetzt. Wie ich es versprochen gehabt habe, vorher schon. Ja. Man kann verschiedene Schiffe meinen. Zeige ich euch mal kurz. Das habe ich schon vorbereitet. Hier sind wir im ISIS. Kennt ihr jetzt ja schon. Als erstes Schiff, wo ihr habt, bekommt ihr die Bergfrau Vigar, die Venture. Bei dieser Fraktion jetzt. Ein kleines Schiff mit 133 Metern. Kann mit zwei Lasern ausgestattet werden. Und hat Platz für zwei Drohnen. Ja, die Attribute, Eigenschaften hat es hat 100% Erzausbeute und bei der Gaswolkenextraktion um plus 2 Warpkernstärke. Also man kann weniger gescrambled werden im Wurmloch oder zum Beispiel, wenn man Ninja-Mining betreibt. So, das Schiff, was ihr gerade gesehen habt, war die Red Weaver. Das ist dieses schöne Prachtstück hier. Eine 404 Meter große Bergbau-Parkasse. Kann man mit Strip-Minern ausrüsten, die viel mehr Erze abbauen können pro Cycle. Hat auch wieder schöne Boni. Von den Bergbaukassen gibt es drei Stück, die Converter noch und die Producer. Ein Zungenbrecher. Jeder hat ein paar andere Bonis. Ihr müsst abwägen, was ihr abbauen wollt und wie ihr aus eurer Geldbeutel hergibt. Und auf dieses Schiff würde ich dann skillen und dann auch, wie gesagt, dann skillen. Die Königsklasse ist die Ausgrabungsschiffe, die Hulk, die Skiff und die Mishawk. Das sind die Elite-Schiffe, sieht man auch an den Preisen, sind ein bisschen höher als für die Barkassen. So knapp das Hundertfache mehr. Dementsprechend viel Laderaum haben sie und Bonis können sie, die können glaube ich mit 4 Strip-Minern ausgerüstet werden, was ein ordentlicher Bonus beträgt. Das ist mein Traumschiff, das wird bald mehr gehören, wenn ich die Skills dazu habe. Also ich brauche momentan noch, um das zu skillen, 40 Tage, obwohl ich schon 4 Monate spiele. Gut, ich habe mich exzessiv darauf hinzugeforscht. Aber trotzdem, 40 Tage ist noch über einen Monat Spielzeit, bevor ich dieses Schiff fliehen darf. Dann gibt es natürlich noch die Industrialschiffe, aber die sind jetzt in diesem Tutorial nicht vonnöten. Natürlich könnt ihr auch mit jedem anderen, ihr könnt auch hier beispielsweise die Kurse ausrüsten mit Bergbaulasern, hat aber der Nachteil, dass der Laderaum mit 459 Kubikmeter ziemlich begrenzt sind. Wenn man jetzt hier meine Dredge anschaut, die hat einen Erzfrachtraum, einen extra Frachtraum von 23.000 Kubikmeter. Und da geht schon ordentlich was ran. Da kann man eine halbe Stunde ins Feld stehen und dann schön meinen. Das zeige ich jetzt euch auch kurz, wie das funktioniert. Eigentlich nicht schwer, habe ich auch wieder was vorbereitet. Ihr müsst abdocken. So. Dann habe ich hier mein eigenes Belt Wegpunkte gesetzt, innerhalb von 0 Warben, weil wenn man das Belt anwählt über Asteroidengürtel, dann warbt man vor das Belt, also nicht direkt rein. Dafür gibt es aber auch bestimmte Hilfen, so wie ich mir das gemacht habe. Man kann zwei Punkte in dem Belt setzen und dann kann man direkt in das Belt rein warpen. Und ja, man braucht nicht die Flugzeit, verringert sich. Also man steht direkt im Belt drin und kann dann sofort anfangen zu schürfen. Was sehr praktisch ist. Und ja, seht ihr hier meine zwei Punkte. Ja, natürlich sind auch wieder Ratten im Belt. Zwei Punkte und ich kann jetzt hier mit meinem
Scope, Survive Scanner. Hier Scan, also erstmal die Drohnen rausschmeißen. Auch sehr wichtig, komme ich gleich dazu. Dann kommt ein neues Fenster mit dem, was bei uns in der Reichweite von 20 Kilometer, was dieses Item hat. Scan, Zusammensetzung von Asteroiden und Eis- und Gaswolken. Attribute, Ausrüstung, Voraussetzungen, ist mit CPU-Management 1 Voraussetzungen, gibt auch verschiedene Varianten, der hat noch eine größere Reichweite, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Findet man, wenn man Schiffe angreift, also Missionen fliegt, kann man es finden, also das ist ein sehr häufiges Item, kann man auch kaufen, ist nicht teuer. Ja, das was ihr jetzt gesehen habt, ich habe noch in meinem Drohnenhangar, hat dieses Schiff auch, 25 Kubikmeter, das sind 5 Hobgoblins oder auch Mining-Drohnen. Ich würde eher auf Hobgoblins setzen, da wie ihr seht, in solchen Belts auch immer wieder Ratten spawnen und euch ziemlich zusetzen. Wenn ihr keine Drohnen dabei habt, kann das störend sein, wenn ihr AFK-Mining betreibt. Und dann kann euer Schiff, wenn ihr euch nicht gerade aufpasst, ziemlich schnell in die Binsen gehen. Nebeneffekt von den Ratten ist auch nur, man kann sie looten, wenn man so eine Stunde, zwei im Belt steht, kommen da auch so 100.000 bis mehrere 100.000 ISK zusammen. Also es ist lohnenswert, das zu machen. So, machen wir es mal wirklich ein bisschen übersichtlicher. Ja, dann schaltet man auf einen Asteroiden, schaltet ihn auf. Und wenn ich jetzt das Schiff umgefittet hätte vom Ice Mining auf Asteroiden Mining, könnte ich jetzt einfach auf die Strip Miner klicken und er würde den Cycle starten. Habe ich aber nicht gemacht. Wollte nur zum zeigen, wie es funktioniert. Bei Ice Belt ist es genauso, im Wurmloch, es fällt sich auf jedem Belt genauso. Anwarpen, Planet, Asteroid anfliegen, aufschalten und beginnen zu minen. So, jetzt gehen wir mal in die Station zurück. Dann kann ich euch noch das Fitting zeigen von das, was ich besitze momentan. Weil, ja, jeder mag das anders da, manche machen noch Schilder rein, aber das kann man machen, muss man aber nicht. Ich werde auf jeden Fall ins Wurmloch nie mit einem Retriever oder so fliegen, das ist, oder in Slowsec. Das Schiff braucht ewig zum Warpen. Der Tank ist zwar gut vom Schild und so, aber wenn ihr euch jemand ganken will, macht das auch im Highsec. Also ist sehr aufpassen, was das angeht. Es ist immer so ein Glücksspiel. Man hat manchmal immer Glück. Ich wurde schon zweimal angegriffen von einem. Jedes Mal hat er verloren, weil mein Schild gehalten hat. Und die Polizei hat ihn dann weggemacht. Aber es ist nicht zu empfehlen, längere Zeit das Schiff stehen zu lassen. Gefährlich. Im Low-Sec tödlich, 100% tödlich. Im Wurmloch noch tödlicher als tödlich. Da höchstens mit Venture rein oder im großen Verband, dass ihr Kollegen habt, wo euer Schiff schützen können. Also mit Kreuzern oder Fregatten. Weil die lenken dann den Ganker ab. Ja. Dann könnt ihr abhauen. So. Das Schiff ist jetzt momentan so gefittet bei mir. Ich habe den Rest im Laderaum. Das sind jetzt die Ice Miner. Und Level 2 Ice Harvest Upgrades. Die sollten auf jeden Fall rein. Die ersparen euch 9% Dauer. Also von 180 Sekunden 9%. Wenn ihr ausreicht, wie viele das sind. Bei 3 Stück sind es 27% Zeitersparnis, also ein Drittel schneller Eismeinern. Sehr wichtig. Gibt es auch als Mining Laser Upgrades, machen einen 9%igen Bonus auf den Mining Ertrag. Was, ich weiß gar nicht, was haben die für Standard Ertrag? Wo steht's denn? 540 und dann wieder ein Drittel mehr. Lohnt sich auf jeden Fall diese 1,5 Millionen. Die Stripminer sind auch nicht ganz billig mit 5 Millionen. Rentieren sich auf jeden Fall. Wenn man sieht, ich kann euch mal kurz meinen Hangar zeigen. Gegenstandshangar. Also ich habe jetzt fast 400 Millionen auf dem Konto und das nur durch, Großteil durch Mining erwirtschaftet. Plus die Schiffe, was ich noch habe. Ja, das zum Mining. Dann geht es zum Aufarbeiten. Ich habe jetzt hier mal vorbereitet. Seht ihr, im Anschluss habe ich euch mal gezeigt, ein Zeitraffer, wie man Eis meint. Wer es angucken will, kann es angucken. Ist ein Zeitraffer. Also es dauert eine halbe Stunde. Ich werde es auf 10 Minuten oder 3-4 Minuten runter skalieren, dass man sieht, was man dann. In der Zeit kann man alles Mögliche machen. Das Haus putzen oder so. Viel machbar.
dann um die Ressourcen, wo ihr habt, zu veredeln, geht ihr auf Gegenstandshanger, dann hier auf das Recycling oder Aufbereitungsanlage, zieht den Gegenstand, wo ihr aufbereiten wollt, rein. Seht ihr, aha, Asteroid, Eis, Clear Eis, meine Aufbereitungsrate, wo ist es nochmal, hier, seht man auch, dass ich durch das Rate Progressive und Efficiency 1,1% habe, Ore Progressive 1% und Steuer 100% ab, bis wir unsere eigene Post haben, muss das so durchgehen. Und das sind die Produkte, wo ihr aus dem Eis kriegt. Seht auch, was ihr nicht wiederherstellen könnt. Ja, auf jeden Fall. Vorher ist es 4,3 Millionen wert, danach 4,5 Millionen. Also es lohnt sich bei meistens, wenn man die Skills hat, aufzubereiten. Für die Anfänger das Roherz verkaufen. Es gibt bessere geskillte Accounts. Die veredeln das besser als ihr und ihr macht mehr Gewinn, wenn ihr die Roherze verkauft. Zum Beispiel hier solides Pyrorexis. Mache ich einen Gewinn von knapp 300.000. Aber bei Keranit mache ich einen Verlust von fast 1,5 Millionen. 1,7 Millionen sogar. Deswegen bereite ich das nicht auf, bis ich die Skills höher habe. Folgende Skills braucht ihr. Das zeige ich auch noch. Das ist einmal die ganzen Progressive für jedes Erz. Gibt es ein paar Skill dafür. Die wofür alle gleich gewesen ist Way Progressive Efficiency und Way Progressive. Ein Wort. Furchtbar. Die sind allgemeingültig. Die sollte man auf jeden Fall haben. Dann Mining noch für Erzabbau. Rate erhöhen. CPU, dass nicht so viel CPU frisst. Ja. Aber das war's jetzt mal so zum groben Mining. Das nächste Mal wird ein Kampf-Tutorial werden. Eine Mission werde ich dann fliegen. Und euch die Kampfsystem zeigen. Und jetzt im Anschluss kommt noch das Eis-Mining-Video. Die Kurzfassung davon. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt. Und sonst sage ich, bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.